am Nordrande des Teutoburger Waldes, nicht weit vom bekannten Hermannsdenkmal. Da liegt eine der größten Höhenburgen Westfalens, die Falkenburg. Errichtet wurde sie an der Passstraße zwischen Detmold und Paderborn. Nach Jahrhunderten der Blüte verfiel die Festung. Und nun wird sie archäologisch untersucht und zum Teil restauriert. Dies ist die Geschichte der Wiege Lippes, dem Land im Zeichen der Rose. Seid gegrüßt. Ich bin der Knecht des edlen Herrn Bernhard des Zweiten. Diese alten Mauern waren dereinst eine gar prachtvolle Burg. Und zu Recht wird die Falkenburg auch heute noch die Wiege Lippes genannt. Ihr seid wissbegierig? So folget mir. Ich will euch berichten. Kommt!